Hallo Freunde, ich grüße euch. Hier ist wieder der Jörg von Weichentraining. Und in diesem kurzen Video möchte ich euch was zum Thema Kleineisen erklären. Und zwar geht es mir hier speziell um die Schienenbefestigung. Ich möchte euch einfach mal die drei verschiedenen Schienenbefestigungen, die so geläufig sind, zeigen, dass ihr die einmal gesehen habt und wisst, wie die heißt. Also, seid gespannt. Herzlich willkommen bei Weichentraining Horn. Zu Beginn sollte ich vielleicht erstmal kurz erklären, was eine Schienenbefestigung ist. Und das ist einfach ganz leicht gesagt. Wir haben ja die Schwellen. Hier zum Beispiel haben wir eine Holzschwelle. Da vorne im Gleis sind Betonschwellen. Und diese Schwellen, die müssen irgendwie mit der Schiene befestigt werden. Warum? Klar, die Schiene muss fest sein. Die braucht ja eine gewisse Steifigkeit im Gleis. Das heißt, die darf sich ja nicht bewegen lassen. Und damit müssen wir sie auf jeder Schwelle fixieren. Das machen wir mit Schienenbefestigung. So, wie machen wir das? Da haben wir unterschiedliche Varianten. Die Zeit hat natürlich einen technologischen Fortschritt gebracht und deswegen haben sich diese Bauteile auch geändert. Ich musste jetzt ein relativ altes Gleis gehen, um hier diese Befestigung zu finden. Und zwar habe ich hier die K-Befestigung. Ich blende die jetzt mal kurz ein, die K-Befestigung. Und zwar ist die ganz einfach gelöst. Wir haben hier eine Klemme mit einer Spannschraube und einem Federring. So, und das ist auch schon alles. Problematik ist, diese Klemme, die wird so jetzt heute nicht mehr eingebaut. Klar, man kann Ersatzteile beschaffen, ist kein Problem. Aber neu, wenn wir eine Strecke neu bauen, bauen wir das nicht mehr ein. Es liegt einfach daran, dass hier der Verschleiß nicht so gut nachreguliert werden kann und auch, dass es nicht so kostengünstig ist und kosteneffektiv wie neuere Varianten. Wir haben mittlerweile neue Varianten, die sind besser und trotzdem kosten sie weniger. So, und nach der K-Befestigung kam dann die KS-Befestigung hier. Das ist nämlich hier diese Variante und die hat Spannklemmen dazu bekommen. Das heißt, dieser Klemmblock, der ist weggegangen. Dafür kamen dann Spannklemmen und die haben einen positiven Effekt. Die werden nämlich angezogen mit Newtonmeter und dort haben wir dann eine gewisse Spannung. Wenn die sich jetzt aber leicht lösen würden oder wir hier Verschleiße haben, dann haben wir ja diese Spannung von den Spannklemmen und die regulieren das noch nach. Das heißt also, wir haben länger einen funktionsfähigen, guten Oberbau und das ist natürlich für uns von Vorteil. Das ist jetzt nicht mehr die aktuellste Variante. Das gibt es natürlich in vielen Gleisen. Der Bestand ist groß, ja. Und es gibt natürlich auch Ersatzteile, ist klar. Aber die neueste Einbauvariante ist das nicht mehr. Neu ist die nächste Einbauvariante. So, zum Schluss bin ich hier dann bei der W-Befestigung angekommen. W steht für Winkelführungsplatte. Und das kann man hier auf den Betonschwellen gut erkennen. Ich habe hier diese dunklen Platten. Das sind diese Winkelführungsplatten. Die sind aus Kunststoff und diese sind direkt auf den Betonschwellen. Die Betonschwellen sind schon dafür genau angepasst bei der Produktion. Und darauf kommen dann hier Spannklemmen mit weichen Schrauben. So, und das sorgt dafür, dass es sehr kosteneffizient ist und ist auch die aktuellste Einbaumöglichkeit, die wir haben. Und bei Neubauten kommt immer diese W-Befestigung mit dabei. So, das war es auch schon wieder mit dem Thema Schienenbefestigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen informativ für euch. Wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, würde es mich natürlich freuen. Und bis dahin, macht es gut, euer Jörg.